Ja, schönen guten Tag, Matthias Tiger, mein Name von der Firma Xebia Labs. Entschuldigung für die Verspätung. Wir hatten ein technisches Problem mit GoToMeeting. Ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen und wir fangen jetzt auch direkt an mit der Übertragung. Ja, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, sich heute in unser Webinar einzuwählen. Wir wollen Ihnen heute die neuen Produkte von uns vorstellen aus der Xebia Labs Reihe, nämlich die Produkte XL Release fürs Release Management, XL Deploy für die Deployment Automatisierung und XL Impact für die DevOps Analyse sozusagen. Das sind drei Produkte, die wir haben, und ich werde sie jetzt durch die Produkte durchführen und werde Ihnen die ein bisschen näher bringen und werde vor allen Dingen auf die Neuigkeiten in Version 8 eingehen. Die Version 8 haben wir vor ungefähr 4 Wochen released, das heißt, die sind jetzt noch brandneu. Kurze Agenda für heute: Wir werden ein bisschen durch die Produkte durchgehen. Wir werden zuerst mit der Deployment-Automation anfangen. Auch für die, die die Produkte noch nicht kennen, werde ich natürlich die grundlegenden Themen erstmal vorstellen und werde Ihnen dann zeigen, wie wir dann das Deployment-Thema ein bisschen erweitern können, rund um das Thema Release Orchestration und Release Management, also um das Thema Pipeline Management hier darzustellen. Und danach werden wir uns mal anschauen, wie wir das Ganze skalieren können, auch für größere Teams, wo wir vielleicht DevOps dann haben, DevOps-Organisationen, wo wir hunderte Benutzer haben, aus Entwicklung, aus Betrieb, aus der Fachseite und aus der Qualitätssicherung, um das Ganze durchzuführen. Eine kurze Vorstellung vom Team. Ich bin hier nicht alleine unterwegs. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die mich unterstützen aus dem Bereich Business Development. Die Frau Sengers vom Marketing, die wird Ihnen nach der Veranstaltung auch dann die Unterlagen zukommen lassen. Und wir haben zwei Kollegen im Vertrieb, einmal den Thomas Lux für Süddeutschland und den Kai Arendt für Norddeutschland, die die Themen machen. Und wie gesagt, mein Name ist Matthias Zieger von Xebia Labs und ich bin in Deutschland für die Technik zuständig. Wenn wir uns nochmal anschauen, wie die Produkte sich aufeinander aufbauen, dann haben wir einmal das Thema Deployment-Automatisierung und damit werde ich auch gleich anfangen mit dem XL-Deploy. Dieses Tool für die Deployment-Automatisierung löst im Prinzip Ihr Problem, wie Sie eine Anwendungssoftware im Prinzip auf Ihre Server deployen können. Das heißt, es geht darum, Artefakte auf Zielumgebungen zu bewegen. Und das Ganze kann natürlich auf verschiedenen Technologie-Stacks stattfinden. Sie sehen es hier, das kann klassisch Linux- oder Unix-basierte Systeme sein, das kann Windows sein, das kann aber auch eine Cloud-basierte Umgebung sein, wie Amazon AWS oder Microsoft Azure oder auch die Google Cloud. Das sind auch die drei großen Cloud-Systeme, die wir unterstützen. Und natürlich auch die ganzen containerisierten Umgebungen mit zum Beispiel Kubernetes-basierten Umgebung, OpenShift-basierten Umgebung oder auch zum Beispiel Docker Swarm-basierten Umgebung. Von den Datenbanken her unterstützen wir relationale Datenbanken für das Deployment als auch NoSQL-Datenbanken, wie zum Beispiel eine MongoDB. Das heißt, da sind wir recht breit aufgestellt. Wir verstehen uns selbst hier als ein Cross-Plattform-Lösungsanbieter in dem Umfeld. Und bevor wir uns XL Deploy anschauen, vielleicht noch ein paar Themen nochmal zu XL Deploy, wie sich XL Deploy eigentlich zusammensetzt. Und da können wir noch mal ein bisschen reingehen. Die Besonderheit von XL Deploy ist natürlich das Thema modellbasiertes Deployment. Da liegt es uns natürlich am Herzen, herauszustellen, wie können Sie Deployments vereinfachen, wie können Deployments auch skalierbarer sein als zum Beispiel Workflow-basierte Lösungen. Und das ist das, was XL Deploy eigentlich auch auszeichnet. Also von der Idee her geht es darum, und das hatte ich schon genannt, es geht darum, eine Applikation, die ich in verschiedenen Versionen von meiner Entwicklung angeliefert bekomme, über meine CI-Systeme, Continuous Integration-Systeme wie zum Beispiel Docker oder Team Foundation Server oder andere, im Prinzip dann auf die Zielumgebung zu bringen. Das ist sozusagen der Upload,
der Pakete zum Server. Aber es geht natürlich auch darum, die Komponenten zu konfigurieren. Das heißt nicht nur die eigentliche Installation der Objekte, sondern auch die Konfiguration, also zum Beispiel umgebungsspezifische Einstellungen dort vorzunehmen, zum Beispiel Passwörter zu definieren oder Ports zu definieren. Die ein oder andere Komponente muss vielleicht auch neu gestartet werden nach dem Deployment. Je nachdem, wie Ihre Architektur aussieht, müssen Sie Application Server durchstarten, müssen Services durchstarten, müssen die Applikation durchstarten. Und es geht immer darum, die Applikation so zu bauen, dass sie umgebungsunabhängig ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommen die umgebungsabhängigen Pakete dann eigentlich in die Applikation rein. Das werden wir uns dann mal anschauen. Wir betten uns dazu in Ihr vorhandenes Ökosystem ein. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, hier über Continuous Integration Systeme wie Jenkins, Team Foundation Server oder auch Team Foundation Services Online oder auch andere Systeme wie Bamboo, Team City uns hier zu integrieren. Das heißt, diese Systeme liefern dann die Artefakte an unser XL-Deploy. Und XL-Deploy deployt dann die Artefakte auf die Zielumgebung. Jetzt natürlich die Frage, wo kommt die Zielumgebung eigentlich her? Da setzen wir auf bewährte Technologien für die Provisionierung, wie zum Beispiel Ansible, ein Puppet, ein Chef und ein SaltStack. Das sind die Umgebungen, die wir hier unterstützen, aber zum Beispiel kann das auch VMware-basiert natürlich vonstatten gehen. Das heißt, wir selbst setzen auf der Oberkante Betriebssystem auf mit dem Thema Deployment-Automation. Und wir nehmen dann die Artefakte aus den Deployment-Tools. Die können dann auch in einem Artefakt-Repository liegen oder wir haben ein eigenes Repository und bringen die dann auf die Zielsysteme. Das ist das, was XL Deploy eigentlich macht. Das Ganze muss natürlich in größeren Unternehmen oder auch in Unternehmen, die von Compliance-Richtlinien sozusagen betroffen sind, dann auch sicher vonstatten gehen. Das heißt, wir haben rollenbasiertes Zugriffsmodell. Wir haben den Developer zum Beispiel, der in sein Source Code Management das System, die Codeänderung eincheckt. Dann wird ein Continuous Build gestartet und dann wird das Deployment dann durchgeführt. Der Testmanager macht das zum Beispiel dann vielleicht auf einer Testumgebung, wo dann auch Testfälle ausgeführt werden. Und in der Produktionsumgebung gibt es dann vielleicht Produktionsadmins, hier mal als System Administrator gekennzeichnet, die dann auch nur die Rechte haben, auf einer Produktionsumgebung zu deployen. Und natürlich habe ich dann noch jemanden, der vielleicht Interesse hat an Reports, die Reports zum Beispiel anzuschauen und vielleicht noch den einen oder anderen, der dann nur den Endzustand sehen will, was ist eigentlich wann wo deployed worden. Das heißt, eigentlich sitzt XL Deploy zwischen Ihren Deployment-Paketen, so nennen wir auch die Artefakte, die deployed werden, die dann in sogenannten Deployment-Paketen an uns angeliefert werden. Und auf der anderen Seite haben wir die Umgebungen und ich hatte ja gesagt, die Deployment-Pakete sind technologieübergreifend und plattformunabhängig. Das heißt, die Deployment-Pakete brauchen plattformspezifische Einstellungen, umgebungsspezifische Einstellungen und diese Einstellungen liegen bei uns in sogenannten Configuration Dictionaries. Das ist dann das eingebaute Configuration Management, was wir haben. Wir können aber auch auf bestehende Configuration Management Systeme zugreifen, wie zum Beispiel auf Vault oder auf andere Systeme, die da eine bestimmte Rolle spielen. Wenn man sich mal anschaut, was bei so einem Deployment eigentlich alles passiert, dann ist natürlich nicht nur der Kopierschritt, der die Artefakte rüberkopiert, sondern immer auch der Schritt natürlich, dass bestimmte Reihenfolgen und Regeln eingehalten werden müssen. Das heißt, die Schritte eigentlich, die hinterlegt sind, die hinter so einem Deployment dahinterstehen, also Schritte zum Installieren, zum initialen Deployment oder zum Modifizieren. Wir nennen das Ganze dann ein Update-Deployment oder auch zum Deinstallieren. Wir nennen das dann tatsächlich ein Undeploy für eine bestimmte Middleware oder Technologie vorzunehmen. Dafür braucht es bestimmte Regeln und Wissen, wie das Ganze funktioniert. Und dieses Wissen ist im Prinzip in sogenannten Plugins dann im Werkzeug verfügbar. Und für die wichtigsten Umgebungen dieser Welt bieten wir diese Plugins out of the box an. Das kann dann auch leicht modifiziert werden
Und diese Plugins können Sie auch voneinander ableiten. Das heißt, Sie können die Plugins, die wir mitliefern, beispielsweise erweitern. Und die Technologien, die wir dafür verwenden, sind für ganz einfache Sachen. Ist das nur eine XML-Konfiguration? Für ein bisschen komplexere Sachen, wo auch ein bisschen Logik drin ist, verwenden wir Python oder alternativ auch Java. Im Prinzip ist dieses Plugin dann der sogenannte Deployment-Contract zwischen der Entwicklung, dem Betrieb und der auch Infrastruktur Security, die natürlich da auch eine Rolle spielt. Also die Regeln sind ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, welche Regeln gibt es denn eigentlich in dem System? Und hier mal eine Auswahl an Plugins, die wir unterstützen. Es gibt einmal die offiziellen Plugins, die wir out of the box mit dem System mitliefern. Da sind zum Beispiel alle großen Application-Server dabei von der IBM. Da sind auch die großen Messaging-Dienste mit dabei, wie WebCMQ oder der gesamte Oracle-Stack. Da sind die Open-Source-Werkzeuge mit dabei, wie JBoss und Tomcat. Da ist der gesamte Microsoft-Stack mit dabei, wie IIS und zum Beispiel BizTalk. Also das sind die großen klassischen Middleware-Systeme. Dann sind natürlich mittlerweile die Cloud-Systeme dabei, AWS, der komplette Azure-Stack und auch mittlerweile die Google Cloud. Und da sind die Docker-basierten Systeme mit dabei, entweder mit Docker pur. Sehen wir aber im Großkundenumfeld eher weniger. Im Großkundenumfeld sehen wir eher Themen, die auch tolle für R5, Load Balancer, Big IP oder für Citrix NetScaler. Und damit kann ich dann so Themen abbilden, wie zum Beispiel ein Green Deployment. Und neben den kommerziellen Deployments gibt es noch eine ganze Reihe von Community Plugins. Unten auf der Seite sehen Sie auch den Link, wo Sie diese Community Plugins finden. Und ja, die bieten noch eine ganze Reihe mehr an Installationsmöglichkeiten und Konfigurationsmöglichkeiten, die zusätzlich zum Werkzeug dann angeboten werden. Die eigentliche Idee von XL Deploy ist eigentlich die Vollgenerierung des Deployment-Plans, wie wir das nennen. Das heißt, wir haben hier natürlich einen Deployment-Workflow, aber der große Unterschied zur bisherigen Lösung ist, die Sie vielleicht auch schon einsetzen, die vielleicht workflow-orientiert sind, dass Sie hier den Deployment-Plan nicht von Hand bauen müssen, sondern der wird generiert. Das heißt, wir haben hier einen sehr stark generativen Ansatz fürs Deployment. Sie müssen keinen Workflow mehr pflegen für Ihr Deployment, sondern wir generieren den Deployment-Workflow eigentlich für Sie. Dazu kommt dann obendrauf noch eine Orchestrierungsmöglichkeit, wo Sie zum Beispiel dann auch Deployments parallelisieren können, wo Sie sowas abbilden können wie Blue-Green-Deployment oder auch Canary Deployment, wie es so schön heißt, wo Sie dann abwechselnd Server deployen können, einen Server aus dem Load Balancer rausnehmen, Deployment darauf durchführen, wenn alles funktioniert hat, den Server wieder in die Servergruppe reinschieben und den nächsten Server aus der Servergruppe rausnehmen. Ja, das ist im Prinzip das, was XL Deploy ausmacht. Von der Basisarchitektur her sieht das System so aus, dass Sie den XL Deploy Kern sozusagen haben. Dieser XL Deploy Kern ist quasi die Engine, die dann auch diese Modelltransformationen macht, von denen ich gerade gesprochen habe. Das heißt, der nimmt das Infrastrukturmodell und das Applikationsmodell und mappt diese beiden aufeinander. Und rund um diesen Kern finden sich dann die anderen Funktionen, wie zum Beispiel eine REST-API, die dann auch dazu dient, zum Beispiel XL Deploy in andere Toolketten zu integrieren, die auch dazu dient, ein Kommandozeilen-Interface zum Beispiel anzuschließen oder auch natürlich die Web-GUI, die dann auch das Tool bedienen kann. Und alle drei Möglichkeiten gehen im Prinzip dann über die gleiche REST-API. Rechts sehen Sie die Authentifizierungsmöglichkeiten. Da gibt es natürlich eine interne User-Verwaltung, aber im normalen Umfeld würden wir uns immer in ein LDAP integrieren und mittlerweile haben wir auch die Möglichkeit, hier uns in eine OpenID-Infrastruktur zu integrieren. OpenID ist zum Beispiel das, was hinter Office 365 steht oder auch hinter den Google Apps zum Beispiel steht, also eine Cloud-basierte Benutzerverwaltung. Auch die können wir hier ins System integrieren. Nach unten haben wir dann die
Verbindung von XL Deploy zu den entfernten Maschinen, auf die wir deployen wollen. Da gibt es natürlich die Linux- und Unix-basierten Systeme, die wir über SSH dann deployen, und die Windows-Maschinen, die wir über Windows Remote Management dann deployen. Und auf diesen Maschinen befindet sich dann die Middleware, ihre Application-Server, ihre Datenbanken, und auf die deployen wir. Wichtig zu verstehen ist an der Stelle, wir brauchen keine Agenten für unser Deployment. Das heißt, wir haben eine agentenlose Deployment-Automatisierung, ganz wichtig. Wir öffnen keine neuen Kommunikationskanäle auf diese Maschinen, sondern wir nutzen die Kommunikationskanäle, die der Betriebssystemhersteller sowieso vorgesehen hat, um diese Maschinen aus der Ferne quasi zu administrieren und damit auch Software darauf zu deployen. Weiter links sehen Sie dann die Möglichkeiten, in eine Private oder Public Cloud zu deployen, mit tatsächlich Amazon, Azure, Google oder auch vSphere oder auch Docker. Da ist natürlich so, dass wir keinen SSH-Zugang benötigen, sondern da gehen wir dann über die APIs, die diese Hersteller uns dann anbieten. Auch da öffnen wir keine zusätzlichen Kommunikationskanäle, sondern nehmen die Kommunikationskanäle, die auch der Hersteller schon da ist. Wir selbst müssen natürlich auch irgendwo unsere Daten ablegen. Das sehen Sie dann ganz links. Da gibt es die Möglichkeit, entweder eine mitgebrachte Datenbank zu benutzen, die wir tatsächlich mitbringen, oder auf einen externen Data Store zu gehen. Das kann dann eine relationale Datenbank wie zum Beispiel Microsoft SQL Server, DB2, Oracle, MySQL und andere Datenbanken sein, die wir hier unterstützen, um unsere Architektur selbst zu verwalten quasi. Mittlerweile kann sowohl XL Deploy als auch XL Release, was wir uns danach dann anschauen, können auch im HA Setup installiert werden. Das heißt, wir können hier Hochverfügbarkeiten realisieren. Sie können zwei oder mehrere Instanzen laufen haben, können die über einen Load Balancer managen und synchronisieren tun sich die Instanzen dann über die Backend-Datenbank, so dass wir die Möglichkeit haben, hier wirklich ein sogenanntes Active Hot Standby Mechanismus zu ermöglichen, wenn Sie wirklich keine Wartungsfenster zum Beispiel mehr haben für die XL Deploy oder XL Release Server, dann haben wir hier die Möglichkeit, das damit zu tun. Damit will ich es auch mit den Folien für XL Deploy schon mal beruhen lassen, und wir gucken uns mal das Werkzeug live an. Das heißt, ich logge mich einfach mal hier ein in mein System. Ich habe hier ein kleines Demosystem aufgebaut, habe hier die neuesten Versionen auch installiert, die Version 8 von beiden Systemen, die wie gesagt jetzt erst seit wenigen Wochen am Markt sind. Für die, die noch auf älteren Versionen vielleicht sind, wir bringen alle 180 Tage eine Major Release-Version raus. Das heißt, die Version 8 war jetzt das Major Release von Anfang April. Und wir werden dann 6 Monate später die nächste Major-Version dann rausbringen. Das heißt, wenn man jetzt mal rechnet, wird das Ende September, dann Anfang Oktober werden, dass das nächste Major-Release hier kommt von den Versionen. Genau. Das heißt, Sie sehen jetzt hier mein XL-Deploy. Ich habe mich hier mal eingeloggt. Ich bin als Administrator eingeloggt, das heißt, ich habe hier weitgehende Rechte, bin Superuser quasi in dem System. Es ist natürlich ein rollenbasiertes Zugriffsmodell, was dahinter liegt, wo Sie definieren können, wer hat welche Rechte, wer darf auf welche Umgebung deployen, wer darf welche Applikationen wohin deployen. Das alles ist über die Rechte-Systeme konfigurierbar. Was ich jetzt hier definiert habe, sind ein paar Infrastrukturelemente. Ich habe hier eine klassische Umgebung, die so die typischen Elemente abdeckt, auf die man so deployt. Ein Application Server, ein paar Datenbanken, ein paar Webserver. Ich habe aber auch modernere Umgebungen, zum Beispiel eine Docker-basierte Umgebung und auch ein Kubernetes-Cluster, auf den ich auch hier deployen kann. Das heißt, ich habe hier verschiedenste Elemente angelegt, und diese Elemente haben natürlich verschiedene Eigenschaften. Wenn wir uns jetzt mal so einen typischen Application-Server angucken, dann hat der halt eine IP-Adresse, der connectet sich hier über SCP, es gibt aber auch andere Connection-Möglichkeiten. Ich habe die verschiedenen Betriebssysteme, Unix, Linux, Windows oder ZOS. Das sind die Systeme, die hier unterstützt werden. Ich muss mich authentifizieren, muss ein paar Einstellungen machen,
Und danach kann ich im Prinzip überprüfen, ob ich mich auf diese Maschine auch connecten kann. Das heißt, ich kann hier sehen, ich habe jetzt eine Connection zu dieser Maschine. Und das könnte ich jetzt mit allen Maschinen natürlich so machen. Da stellt sich schon die erste Frage, wenn man jetzt nicht eine Maschine hier hat, sondern tausende Maschinen oder hunderte Maschinen, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, auch das Ganze als Code zu machen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, hier reinzugehen und kann mir das Ganze mal als File auch angucken. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeit, das Ganze als grafische Oberfläche oder als grafisches Modell natürlich zu sehen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, mir das Ganze dann als ein sogenanntes Deploy-File dann anzuschauen. Das heißt, ich habe hier eine Repräsentation der grafischen Geschichten auch hier komplett als Code. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, hier dann auch das zum Beispiel aus externen Systemen herauszuziehen, aus meiner CMDB zum Beispiel, und das dann in XL Deploy bekannt zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Everything as Code, und das haben wir schon relativ lange für den Infrastrukturbereich und für den Umgebungsbereich. Und wir haben ja gesagt, wir wollen ein paar Neuerungen vorstellen aus der Version 8. Wir haben das Ganze zum Beispiel jetzt auch die Möglichkeit, hier für die Applikationspakete das Ganze zu tun. Also auch für die Applikationspakete kann ich das Ganze jetzt mir als so ein Groovy-File darstellen lassen. Wir können mal hier auf den Ordner draufgehen für diesen Padportal Layered hier, und dann kann ich mir einfach mal das Groovy-File auch dafür anschauen. Das heißt, auch dafür habe ich jetzt ein Groovy-File, und Sie sehen es, hier tauchen jetzt tatsächlich ein paar Begriffe auf, die ich vorhin schon mal genannt habe. Zum Beispiel ein sogenanntes Deployable. Ein Deployable ist im Prinzip ja ein deploybares Artefakt, so würde man das nennen. Und ich habe hier die Definition von diesem deploybaren Artefakt. Und Sie sehen zum Beispiel auch in meinem Groovy-File, dass ich hier mit Platzhaltern arbeite, ne? Dass ich hier sage, ich habe bestimmte Werte, die umgebungsabhängig sind, und die werden beim Deployment nachher dann an die Umgebung deployed. Hier taucht zum Beispiel auch unser Orchestrator dann wieder auf, von dem ich vorhin auch schon mal erzählt habe. Das heißt, dieser Orchestrator bietet die Möglichkeit, dass Sie zum Beispiel Ihre Deployment-Strategie ändern können. Und das können Sie auf der grafischen Oberfläche einstellen. Sie können das aber auch hier im Code einstellen. Das sind die Möglichkeiten, die wir hier haben. Und dann sehe ich, welche Pakete hier alle noch in dem kleinen Beispielprojekt, was ich hier habe, eingebunden sind. Das heißt, ich habe verschiedene App-Server-Konfigurationen. Ich habe ein paar Datenbank-Skripte, wo ich sage, hier gibt es Datenbanken, auf die ich vielleicht deployen will. Und auch da habe ich dann meinen Orchestrator, den ich hier habe. Also wir haben in allen Bereichen die Möglichkeit der grafischen Modellierung, aber auch der Modellierung quasi als Code, die wir hier dann haben können. Gehen wir mal zurück auf das Modell. Das heißt, ich habe hier meine Infrastrukturelemente, und aus diesen Infrastrukturelementen habe ich dann Umgebungen zusammengebaut, wo ich zum Beispiel sage, ich habe hier einen Apache, der zu meiner Dev-Umgebung gehört, ein JBoss und ein MySQL als klassisch Dreitier-Architektur, Web-Frontend, Java-Middleware, Datenbank-Backend. Wir haben aber auch die Möglichkeit, natürlich hier Docker-basierte Infrastrukturen zu haben, wo ich sage, hier besteht eine Docker-Umgebung zum Beispiel aus einem lokalen Docker-Container, der lokal läuft, und aus einer Docker-Swarm Instanz, die ich laufen habe. Oder wir haben auch die Möglichkeit, hier natürlich Kubernetes-Cluster zum Beispiel einzubinden an so eine Umgebung. Wichtig ist dann immer mein Dictionary, wo ich bestimmte Werte dann drin habe. Zum Beispiel hier habe ich meine Docker-Registry definiert, die ist vielleicht für eine Development-Umgebung eine andere Docker-Registry, zum Beispiel wie für meine QA-Umgebung, beziehungsweise in meinem Fall unterscheiden die sich dann durch einen anderen Port, den ich einfach hier habe, weil am Ende alles auf Localhost zum Beispiel bei mir läuft, in meiner kleinen Demo-Umgebung. Aber da ist wichtig, dass ich die Parametrisierung für meine Umgebung in diesen Dictionaries habe. Hier oben haben wir nochmal andere Dictionaries, wo ich zum Beispiel sehen kann, in meiner Dev-Umgebung habe ich einen anderen DB-Treiber, zum Beispiel benutze ich MySQL, und in meiner
Testumgebung habe ich hier andere Server und andere Ports beispielsweise, die ich hier benutzen kann. Das ist im Prinzip die erste Abstraktionsebene, dass wir sagen, wir wollen eigentlich nie auf einen konkreten Server deployen, sondern immer nur auf eine konkrete Umgebung. Uns interessiert eigentlich nicht, welche Server in dieser Umgebung drin sind. Und dann habe ich mein Applikationsmodell und das Applikationsmodell ist das, was mir meine Entwickler sozusagen angeliefert haben über ihr CI-System. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel eine Applikation, die kennen Sie alles, die berühmte PetPortal-Applikation, die ich hier auf einen JBoss vielleicht deployen will. Damit ich die deployen kann, brauche ich nicht nur die Applikation in Form des IR-Files, sondern brauche zum Beispiel auch eine Data Source, brauche die ein oder anderen SQL-Skripte, die dann hier laufen, brauche einen statischen Web-Content, der hier läuft und brauche vielleicht noch zwei, drei Smoke-Tests, die auch sicherstellen, dass nach dem Deployment auch die Applikation vernünftig funktioniert, weil wir wollen ja nicht nur deployen, sondern wir wollen nach dem Deployment auch checken, dass die Applikation läuft und die Smoke-Tests sind sehr einfach gehalten. Die rufen quasi eine URL auf und erwarten dann einen bestimmten Text auf der Antwortseite. Dann kann man noch ein paar Parameter geben, die ich jetzt der Einfachheit halber hier weggelassen habe. Das heißt, wir könnten jetzt diese Version natürlich deployen. Aber was wir eigentlich noch vorher machen wollen, ist, dass wir hier sagen, wir wollen uns mal anschauen, wie eigentlich die Developer-Sicht auf das Ganze ist. Und meine Developer haben sich für Jenkins entschieden. Könnte, wie gesagt, auch ein anderes CI-Produkt sein, könnte ein Team Foundation Server sein, könnte ein Team City sein oder ein Bamboo. Das sind die, für die wir dann Plugins anbieten, um diese Pakete zu bauen. Das heißt, ich habe hier ein paar Jobs, zum Beispiel mein PetPortal, was wir uns eben angeschaut haben. Und wenn wir da mal reingehen in die Konfiguration, und das ist jetzt die klassische Jenkins-Ansicht, wir unterstützen auch Jenkins Pipeline, dann rufe ich hier unten im Prinzip dann mein XL-Deploy auf und sage ihm, du baust mir bitte eine neue Applikation mit der Versionsnummer und dann sage ich ihm, wo er im Prinzip die Artefakte dann findet, die er da reinpacken soll. Da zeige ich Ihnen nachher nochmal eine andere Möglichkeit, was Sie auch machen können, dass Sie das natürlich in ein Artefakt-Repository dann rein speichern. Aber wir speichern jetzt erstmal die Artefakte selbst im XL-Release. Und jetzt sage ich einfach, er soll mir mal dieses Projekt jetzt bauen. Und wenn wir jetzt uns anschauen, was er jetzt macht, dann hat er ausgecheckt die Sachen aus Git, hat dann tatsächlich gesehen, ich habe ein paar Änderungen gemacht, baut dann hier meine Version 2.1.3 von meinem Deployment-Archiv. Dieses Deployment-Archiv ist nichts anderes als ein ZIP-File, was dann nach XL-Deploy hochgeladen wird. Er erkennt dann auch, er soll das dann auch gleich auf Dev deployen und erkennt dann, das ist ein Upgrade-Deployment. Das heißt, er erkennt automatisch, dass da schon eine Version installiert ist, macht dann ein Upgrade-Deployment. Und wenn wir jetzt in XL-Deploy zum Beispiel mal zurückgehen, dann sehen wir hier, er hat jetzt hier auf die Version deployed und hat die Version nach XL-Deploy importiert und hat auch gleichzeitig das Deployment auf meine Dev-Umgebung durchgeführt. Das heißt, wenn wir hier mal uns den Screen jetzt holen, der auch neu ist, in Version 8 zum Beispiel in XL-Deploy, dann sehe ich jetzt, auf welcher Umgebung ist das Ganze zum Beispiel deployed. Also hier sehe ich jetzt, ist die Version 2.1.3 auf Dev deployed. Hier sehe ich auch meine letzten Deployments, sehe ich auch, wann wurden die durchgeführt. Wenn ich jetzt das ein bisschen ausführlicher haben will, kann ich hier auch direkt in den Report verlinken und habe hier meine Deployment-Reports, wo ich halt sehen kann, wer hat wann was auf welche Umgebung deployed, kann hier auch filtern nach Umgebungen, nach Applikationen oder sagen auch, ich möchte mal alle Deployments sehen, die hier gelaufen sind und dann kriege ich natürlich eine ganze Reihe Menge mehr Deployments und kann dann hier auch hin und her springen. Wenn wir schon bei Reports sind, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dann hier Deployment-Übersichten zu bekommen, was wurde wann wo deployed, wie viel habe ich über die Zeit eigentlich deployed, wie viele Fehler habe ich. Meine Fehlerrate ist relativ stabil, die Anzahl der erfolgreichen Deployments steigt hier halt ein bisschen dann an. So, was ich auch machen kann, ist, ich kann jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt das Ganze natürlich auch auf der Testumgebung deployen. Das heißt, wir schauen uns mal die Deployment-Pipeline an und sagen jetzt, wir möchten jetzt die Version 2.1.3 zum Beispiel auch auf einer Testumgebung deployen. Dann können wir hier einfach mal sagen Deploy. Und was das System dann für uns macht, ist, es mappt die Artefakte auf die Umgebung und sagt mir halt, was wird wohin deployed.
Jetzt ist natürlich die Frage, woher weiß XL Deploy, dass ein Pet-Portal Proxy-Einstellung zum Beispiel auf eine Apache geht und ein IR-File auf ein JBoss deployed wird und ein Test eigentlich auf einen Testrunner laufen muss und so weiter. Das wissen wir deshalb, weil alles typisiert ist. Ich hatte ja gesagt, modellbasiert, das heißt, jedes Modellelement ist von einem bestimmten Typ und diese Typen können automatisch dann aufeinander gemappt werden. Und die eigentliche Arbeit, die XL Deploy macht, die sehen wir jetzt, weil aus diesem Mapping wird im Prinzip dann ein vollständiger Deployment-Workflow für mich generiert. Der wichtige Punkt ist, dass der generiert wird, den muss ich an keiner Stelle hier anpassen. Das ist jetzt natürlich ein sequenzieller Workflow, der hier läuft. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, ein Ziel, was wir haben, ist natürlich Deployment-Zeiten zu verkürzen. Und dann könnte ich hier zum Beispiel einfach sagen, mit einem Orchestrator parallel bei Container und da könnte ich dann einfach jetzt mal Save sagen und jetzt sehen Sie, er rechnet wieder und er hat mir jetzt einen neuen Deployment-Plan generiert und der Deployment-Plan sieht ein bisschen anders aus, weil er jetzt alle Sachen parallel deployt. Das heißt, ich hätte jetzt die Möglichkeit, parallel auf eine Apache zu deployen, parallel auf einen JBoss zu deployen und parallel auch meine Testfälle zum Beispiel auszuführen. Das macht aber keinen Sinn, Testfälle auszuführen, solange das Deployment noch nicht fertig ist. Deswegen nehme ich das jetzt erstmal hier wieder raus und lasse den Default Orchestrator und lasse ihn tatsächlich jetzt einmal das Deployment durchführen. Das heißt, hier läuft jetzt unser Deployment an. Sie sehen die verschiedenen Schritte. Er macht es auf eine Apache, jetzt auf der Datenbank. Ich kann hier auch reingehen und sehe dann, was er in der Datenbank gemacht hat. Das gleiche natürlich auf den anderen Systemen. Das heißt, ich kriege immer den Log-Output, der von den verschiedenen Dingen dann gemacht worden ist. Und damit ist mein Deployment jetzt gleich fertig. Er checkt jetzt noch, ob die Testfälle alle grün sind. Und damit ist mein Deployment jetzt eigentlich durch. Die spannende Frage wäre jetzt, was würde passieren, wenn jetzt an einer Stelle ein Fehler aufgetreten wäre? Sie sehen es hier oben. Es gibt einen vollautomatisierten Rollback-Mechanismus, wo ich tatsächlich dann Rollbacks machen kann und ja, die Schritte, die ich vorher gemacht habe, dann wieder vollautomatisiert rückgängig machen kann. Ich sage jetzt hier mal Finish und damit ist mein Deployment abgeschlossen und die Version 2.1.3 ist jetzt in Test. Ich überspringe jetzt mal die Acceptance-Testphase und deploy mal direkt in Produktion. Da sehe ich jetzt, oho, ich darf gar nicht in Produktion deployen, weil ich muss noch bestätigen, dass Performance-Tickets gemacht worden sind und ich muss hier eine Jira-Ticket-ID angeben, die mit meinem Deployment dann vielleicht verknüpft ist, wo ich dann sage, da ist die liegt vielleicht eine Freigabe dahinter, hinter diesem Jira-Ticket und dann kann ich jetzt tatsächlich auf ein Prod-System deployen. Sie sehen der Unterschied. Meine Testfälle werden jetzt nicht deployed, weil ich in dem Produktionssystem keinen Testrunner mehr habe. Dann könnte ich auch einen Testrunner noch einbauen, dann würden auch auf Prod die Testfälle ausgeführt, habe ich aber im Moment nicht. Was wir aber jetzt sehen ist, ich habe hier eine geclusterte Umgebung und jetzt kann man hier ein paar spannende Sachen machen, wenn wir uns nochmal den Deployment-Plan hier anschauen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, jetzt wieder ein sequenzielles Deployment zu machen, wo ich sehe, alle Artefakte werden eigentlich sequenziell jetzt deployed. Aber ich will jetzt ein sogenanntes Blue-Green-Deployment machen, wo ich sage, ich deploye erst auf eine Servergruppe und dann auf die andere Servergruppe. Das heißt, wir sagen jetzt mal, wir nehmen hier eine Deployment-Strategie, die heißt Sequential by Deployment Group. Ich habe vorher meine Server in sogenannte Deployment-Gruppen eingeteilt. Das sehen wir jetzt gleich, wenn wir uns jetzt diesen Plan mal anschauen. Ich habe im Prinzip alle Server viermal. Ich habe vier Application-Server, vier Datenbanken, vier Web-Server. Und jetzt sehe ich hier, jetzt werden die nacheinander betankt in Gruppen. Und zwar zuerst die erste Gruppe, wenn die erste Gruppe fertig ist und alles grün ist, die zweite Gruppe, dann die dritte Gruppe und dann die vierte Gruppe. Da könnte ich jetzt noch einen Load Balancer dazu konfigurieren und könnte das tatsächlich vollautomatisieren, aus dem Load Balancer rausnehmen, deployen, wenn alles grün ist, wieder reinschieben, dann die zweite Gruppe und so weiter. Da habe ich jetzt der Einfachheit halber mal den Load Balancer rausgelassen. Jetzt haben wir aber immer noch das Problem, dass innerhalb der Gruppe das Ganze natürlich sequenziell stattfindet und dann ist das Schöne, dass ich meine Orchestrator hier auch parallelisieren kann. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit zu sagen, innerhalb der Gruppe will ich zum Beispiel das Ganze parallel nach Containern wieder machen. Das heißt, wir sagen einfach mal hier Save
Und Sie sehen, er rechnet jetzt schon ein bisschen länger, weil der Deployment-Plan wird jetzt eigentlich immer komplexer, aber nur für das Tool, nicht für uns als Menschen. Das heißt, die Erstellung des Plans ist immer noch sehr einfach. Aber Sie sehen jetzt, ich habe die Gruppen und innerhalb der Gruppe wird jetzt tatsächlich parallel deployed. Das heißt, was ich damit erreicht habe, ist, dass ich einerseits sowas wie Blue Green Deployments oder Canary Deployments sehr, sehr einfach machen kann und zweitens die Möglichkeit habe, innerhalb der Gruppe trotzdem die Parallelitäten halt zu benutzen, ohne dass ich dafür großartig Skripte umkonfigurieren muss oder sonst was machen muss. Ich mache das einfach, indem ich einen neuen Deployment Orchestrator hier über die GUI festlege oder ich könnte das gleiche machen in unserer Groovy DSL. Das heißt, ich könnte hier auch diese zwei Deployment Groups definieren und genau das sehen Sie hier, ist hier auch schon gemacht, nämlich ich habe einmal Sequential bei Deployment Group und das zweite, was ich hier habe, parallel bei Container. Also ich habe immer die Möglichkeit, das entweder auf dem GUI zu machen oder im Code zu machen. Und jetzt könnte ich tatsächlich wieder das Deployment starten und das Deployment würde jetzt ausgeführt werden. Das ist dann die Möglichkeit von XL-Deploy. Neben den klassischen Umgebungen wie Middleware oder Microsoft, wir können uns kurz noch das Microsoft-Deployment mal angucken. Was ich hier habe von Microsoft, ist die Referenzapplikation von Microsoft für .NET, der sogenannte Stock Trader. Die Microsoft-Entwickler kennen den alle. Was ich hier zum Beispiel machen kann, ist, dass ich jetzt das auch mal deploye. Mein anderes Deployment läuft ja noch, aber wir können natürlich mehrere Deployment-Tasks auch parallel hier fahren und habe jetzt hier die Möglichkeit, das mal auf die .NET-Umgebung zu deployen. Das heißt, erstmal sehe ich, ich habe es hier mit ganz anderen Artefakten zu tun. Das heißt, ich habe jetzt hier IIS-Artefakte, Config-Files, auch die ein oder andere Datenbank-Komponente. Ich sehe aber auch, das Tool sagt mir jetzt, du hast mir nicht alle Informationen in Dictionaries gegeben, die ich eigentlich brauche. Das heißt, ich kann mein Deployment jetzt noch nicht starten, weil mir bestimmte Einstellungen noch fehlen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, dass ich auch hier immer das Ganze hinterher noch ergänzen kann. Das heißt, ich kann hier einfach die URL hier auch mal mitgeben und dann fehlt uns hier hinten noch eine Einstellung in einem Dictionary, wo ein Vendor gebraucht wird. Und da schreiben wir einfach mal Xebia Labs rein und damit haben wir jetzt alle Fehler sozusagen gelöst. Ich könnte jetzt natürlich das Ganze auch ins Dictionary zurückschreiben. Und wenn wir uns jetzt mal den Deployment-Plan anschauen, dann ist das natürlich ein ganz anderer Plan als der, den ich eben hatte, weil das ist jetzt ein Deployment-Plan für eine Microsoft-Umgebung und die Skripte, die jetzt hier hinten rauskommen, sind im Prinzip dann PowerShell-Skripte, weil das eine Microsoft-Umgebung vorhin in der Java-basierten Umgebung da wären Python-Skripte rausgekommen, weil der JBoss zum Beispiel ein Python-Interface anbietet und für die Apache-Geschichten würde zum Beispiel ein Bash-Skript hinten rauskommen. Aber hier kommt jetzt ein PowerShell-Skript raus. Das heißt, ich habe hier unterschiedliche Technologien, auf die ich deploye und deswegen sieht A, der Workflow anders aus und B, werden hier unterschiedliche Skripte generiert. Und das ist das, was wir mit XL Deploy machen, also klassische Middleware Umgebung zu deployen. Aber nicht nur klassische Middleware, sondern zum Beispiel auch cloud-basierte Systeme. Das heißt, ich habe hier mal eine Umgebung auch die definiert, beziehungsweise eine Applikation definiert. Die nennt sich PetDocker. Das ist der PetPortal auch wieder über Docker-Images definiert. Und der sieht dann natürlich ein bisschen anders aus, weil hier hole ich mir dann nur noch Docker-Images aus Registries raus, die ich irgendwo definiert habe. Das heißt, ich sage ihm hier, wo liegen eigentlich meine Images? Und wenn ich das jetzt zum Beispiel mal deploye auf eine Docker-basierte Umgebung, dann sieht natürlich mein Deployment-Plan dann ganz anders aus. Das heißt, wir können es einfach hier mal dann deployen und hier sehen wir dann tatsächlich, was hier dann rauskommt. Das heißt, wir haben das Mapping der Docker-Container dann auch auf die Eigenschaften. Auch hier fehlt uns noch der ein oder andere Wert, der jetzt hier läuft. Den nehme ich jetzt einfach mal raus, der Einfachheit halber. Und dann können wir uns auch hier den Deployment-Plan dann mal anschauen. Dann sehen wir, der Deployment-Plan sieht jetzt ähnlich aus wie vorhin. Das heißt, auch hier habe ich ganz viele Schritte, die ich tun muss. Und wenn ich hier jetzt mal draufklicke,
dann sehen wir, dass hier dann Groovy-Skripte, Entschuldigung, Python-Skripte hinten rauskommen, die dann mein Deployment dann auch machen. Aber was man hier auch sieht, selbst so ein recht einfaches, mehr oder weniger ja, Hello World-mäßiges Deployment auf eine Docker-Umgebung führt schon doch auch zu einem relativ großen Deployment-Plan auch für Docker-basierte Umgebungen. Das ist eine Stärke von XL-Deploy, dass wir sowohl die klassischen Umgebungen wie Middleware, Java, Microsoft, .NET, was auch immer Sie im Haus haben, als auch die modernen Umgebungen, die zum Beispiel Docker-basiert sein können, dann auch hier auf dem Docker deployen, in dem Fall auf dem Docker lokal. Ich könnte natürlich das Ganze auch auf dem Kubernetes-Cluster deployen, dann wird es eigentlich ähnlich aussehen. Der wichtige Punkt ist eigentlich immer, dass Sie, um ein Deployment zu machen, ganz viele Schritte einfach brauchen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, an diese Schritte zu kommen. Entweder Sie schreiben diesen Workflow hier von Hand oder Sie lassen sich den Workflow von einem Tool wie XL-Deploy zum Beispiel generieren. Und das ist eigentlich der Wert auch von XL-Deploy, dass er mir diesen Workflow hier ja, tatsächlich generieren kann. Am Ende kann ich dann auch in die Logs natürlich hier reinschauen. Sie sehen das hier. Es gibt tatsächlich dann hier auch einen Step, der heißt dann Show Logs, den ich hier dann ausführen kann. Und damit kann ich auch Docker-basierte Deployments durchführen. Und das Ganze gibt es dann nicht nur für die Docker-Welten, sondern wenn wir uns mal anschauen, was wir noch da drin haben. Wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, CloudFormation-Deployments zu machen. Wir haben auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel, wenn wir hier mal reingehen, in meine Nerdinner-Applikation, auch eine Microsoft-Applikation, dann habe ich hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, Cloud-Artefakte zu deployen, zum Beispiel in Azure. Das ist die Liste der Elemente, die wir jetzt aktuell in 8.0 im Azure-Plugin drin haben. Im AWS-Plugin haben wir schon ein bisschen mehr Elemente drin. Und das Google Cloud-Plugin habe ich jetzt bei mir nicht installiert, aber es wird im Prinzip hier an der Stelle auch auftauchen. Aber daneben gibt es noch andere Systeme, auf die Sie deployen können, wie zum Beispiel Cumulus, OpenShift hatte ich schon erwähnt, wo Sie auch OpenShift-Deployments machen können, Datenbank-Deployments. Ganz neu ist jetzt auch in Version 8 der Support für Terraform. Das heißt, wenn Sie Infrastrukturprovisionierung mit Terraform zum Beispiel machen, ist das auch ein Punkt, der ab sofort auch direkt im Commercial Plugin supported ist und unten kommen dann die üblichen Sachen für Windows, wie zum Beispiel ein MSI-File zu deployen, eine Share Specification anzulegen und so weiter. Das soll es eigentlich mit XL Deploy gewesen sein. Sie haben die Möglichkeit, auch wenn Sie im Go-To-Meeting sind, uns Fragen zu stellen. Das heißt, wir können auch Fragen entgegennehmen. Wenn Sie Fragen haben, beispielsweise, können Sie die auch in das Chat-Tool einfach dann auch reinschreiben und wir können uns das dann auch hier anschauen. Ich nutze mal die Gelegenheit, ob hier schon Fragen aufgekommen sind und mache hier kurz mal mein GoToMeeting zu und mache mal das Bedienpanel auf und schaue mal, ob hier Fragen im Chat schon aufgelaufen sind. Da sehe ich schon eine ganze Reihe von Fragen, dann gehen wir die mal durch. Ton ist abgehakt, okay, das könnte am Netzwerk tatsächlich liegen. Eine spannende Frage ist hier, besteht die Möglichkeit zwischen zwei Deployments auch Abhängigkeiten zu definieren. Ja, die Möglichkeit besteht tatsächlich. Wir haben die Möglichkeit auch Abhängigkeiten zu definieren. Das kann ich Ihnen auch mal kurz zeigen. Das heißt, wir haben hier unser XL-Deploy und ich zeige Ihnen mal eine Applikation, wo ich das auch gemacht habe. Das heißt, ich habe hier eine Applikation. Hier sehen Sie wieder den berühmten Pet-Portal in der Layout-Variante. Das heißt, ich habe unabhängige Pakete, die hier angeliefert werden. Und ich habe zum Beispiel hier meine Applikation. Das heißt, hier liefern mir meine Entwickler das Hauptelement des Deployments an. Und meine Entwickler haben mir aber hier mitgeteilt, dass ich hier eine Abhängigkeit habe, nämlich einmal zur Konfiguration meines Application Servers. Das heißt,
lesen müssen Sie das so: Mein Pet Portal in der Version 2.0 funktioniert nur, wenn ich auch meinen App-Server Config in der Version 1.0 deployed habe und die Datenbank genau in Version 2.0 deployed habe. Also der Unterschied ist hier, hier akzeptiere ich alles, was größer ist als 1.0, und hier akzeptiere ich alles, was genau zwischen 2.0 und 2.0 liegt, also nur die Version 2.0. Die Syntax, die wir hier verwenden, ist Semantic Versioning. Das ist das Stichwort, nach dem Sie suchen müssen, wenn Sie die Syntax wissen wollen für diese Abhängigkeiten. Das ist Semantic Versioning, und damit können wir Abhängigkeiten zwischen den Paketen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich möchte auch nur meine Applikation deployen in der letzten Version, die ich habe, zum Beispiel auf die Acceptance-Test-Umgebung, und dann sage ich hier Continue, dann würde er trotzdem dann die Datenbank und die Konfiguration mitnehmen, weil die beide auf der Acceptance-Umgebung noch nicht definiert sind. Also Abhängigkeiten ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Guck noch mal kurz rein, ob es noch weitere Fragen gibt hier im GoToMeeting. Erstmal nicht. Das heißt, wir haben hier erstmal keine Fragen. Wir würden jetzt ins XL Release nochmal zurück, beziehungsweise ins XL Release einsteigen. Wenn man das Ganze jetzt aus der Deployment-Perspektive betrachtet, dann managt ja das Deploy-Tool nur in Anführungszeichen den Schritt, wie kriegen Sie Ihre Artefakte eigentlich auf die Zielumgebungen, also auch über verschiedene Stages. Ne? Sie haben das gesehen in der Pipeline, Dev, User Acceptance Test und Produktion zum Beispiel. Aber in so einem Release-Prozess passiert ja noch viel mehr. Das heißt, bevor ich etwas deploye, muss ich erstmal eine Umgebung bereitgestellt haben. Bevor die Umgebung bereitgestellt wird, muss ich sehen, ist das überhaupt verfügbar. Ich muss vielleicht Freigabeprozesse abbilden. Ich habe nach dem Deployment auf einer Testumgebung dann die eigentliche Testdurchführung. Bevor ich Test durchführen kann, muss ich Testdaten installieren. Das heißt, zum Release-Prozess gehören viel, viel mehr Schritte, als nur eine Anwendung auf ein System zu deployen. Und um diese Prozesse kümmert sich dann ein Release-Management-Werkzeug. Das Release-Management-Werkzeug, oder wir nennen es auch ein Release-Orchestrierungswerkzeug, kümmert sich eigentlich um drei Themen. Das eine Thema ist, wie sieht eigentlich mein Release-Prozess aus? Also es managt den Release-Prozess. Und das kann ich Ihnen ganz kurz mal zeigen, indem ich hier in mein Release-Management reingehe, mich auch erstmal wieder einlogge und mir dann mal so ein paar Beispiele Prozesse anschaue. Das heißt, ich habe hier einen Beispielprozess mal abgebildet, der so aussieht, dass ich hier einfach sagen kann, ich habe meine Release-Schritte, und die Release-Schritte werden im Prinzip dann hier in Phasen aufgeteilt. Ich habe es jetzt der Einfachheit halber mal drei Phasen genommen. Sie können aber auch hier beliebig mehr Phasen haben, und Sie können das Ganze hier auch erstmal per Drag und Drop dann definieren und sagen, welche Phasen haben Sie eigentlich. Und innerhalb der Phasen, dort haben Sie dann immer verschiedene Aufgaben, die Sie lösen müssen. Die einfachste Aufgabe, die wir haben, sind tatsächlich manuelle Aufgaben. Das heißt, ich habe eine Aufgabe. Diese Aufgabe wird dann einer bestimmten Person zugewiesen. Das heißt, ich kann die mir mal selbst nehmen. Ich bin der Administrator, mache hier noch eine Beschreibung für diese Aufgabe. Da ist auch neu, dass wir hier zum Beispiel Markdown-Support haben, wo Sie ein bisschen formatieren können und können dann hier die Aufgabe beschreiben tatsächlich, die wir hier dann durchgeführt haben. Und das ist die einfachste Art der Aufgabe, die wir haben. Aber es gibt natürlich noch mehr Aufgaben, auch Aufgaben, die vielleicht schon automatisiert sind über externe Skripte. Das können Shell-Skripte sein, das können Python-Skripte sein oder auch Groovy-Skripte. Die können lokal laufen auf dem XL-Release-Server oder auch auf Remote-Umgebungen. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, vorhandene Skripte, in die Sie investiert haben, auch schon in Remote-Umgebungen zu nutzen dann. Und wir können natürlich verschiedene Tools hier integrieren. Was jetzt zum Beispiel neu dazugekommen ist im neuesten Release, ist, dass wir eine Möglichkeit haben, uns mit Black Duck zu integrieren. Black Duck ist eine Möglichkeit, um Open Source Lizenzen zu checken. Das heißt, die Idee ist, dass die Entwickler natürlich Open Source Technologien benutzen,
Und was viele nicht wissen, ist, dass es auch unterschiedliche Open-Source-Lizenzen natürlich gibt. Und nicht alle sind in jedem Unternehmen erlaubt, weil manche führen dann dazu, dass sie beispielsweise ihr eigenes System dann plötzlich als Open-Source dann auch bereitstellen müssen. Oder wir können zum Beispiel Fortify integrieren. Fortify ist ein Werkzeug, um Sicherheitschecks zu machen auf ihrem Quellcode. Oder natürlich klassische Testtools von HP wie ein Loadrunner oder auch ein Functional Tester. Wir können Build-Tools integrieren, wir können verschiedene Jira-Aktivitäten integrieren, wie ein Issue anlegen, eine Query machen auf ein Issue, um zum Beispiel das Ergebnis dann zu verwenden. Oder wir können Betriebstools wie zum Beispiel OpsGenie integrieren. OpsGenie ist ein Werkzeug, das kann Alarme versenden über SMS zum Beispiel, über Pager, über WhatsApp zum Beispiel. Und das können wir hier verwenden, um Alarme zum Beispiel aus dem Release-Prozess zu versenden. Oder wir können IT-Service-Management-Tools wie zum Beispiel ein ServiceNow hier anbinden in das Release Management. Das heißt, wir können hier eine ganze Reihe Aufgaben verwalten. Wenn Sie es so wollen, ist eigentlich das Release-Tool erstmal im ersten Blick ein relativ faules Werkzeug, weil es nicht selber macht, sondern weil es tatsächlich wie so ein Dirigent vorm Orchester steht und sozusagen die verschiedenen Tools, die Sie haben, erstmal in ein stimmiges Gesamtkonzept sozusagen reinbringt, indem es den Tool-Zoo, den man sich vielleicht auch ins Haus geholt hat, dann eigentlich zusammenhält. Das heißt, ein sehr integrativer Ansatz. Das Einzige, was wir damit eigentlich ablösen wollen, ist Excel, ne, an der Stelle. Also das Einzige, was wir ablösen wollen, aus dem Release-Prozess rausbekommen wollen, sind Tools wie Excel oder SharePoint-Listen oder Wikis oder Lotus Notes-Datenbanken, die eigentlich in so einem Release-Prozess nicht zu suchen haben. Alles andere können wir hier an der Stelle integrieren. Und jetzt definiert man sich hier seinen Release-Prozess. Ich habe mal hier einen, der relativ einfach ist. Der macht einen Change-Request jetzt in dem Jira auf. Warum macht der einen Change-Request im Jira auf? Weil meine Entwickler haben mir gesagt, sie haben schon genug Tools und sie wollen jetzt nicht auch noch mit Excel Release arbeiten. Aber meine Release-Manager arbeiten mit Excel Release und haben hier die Möglichkeit, zum Beispiel Entwickler zu benachrichtigen, dass jetzt ein Release anfängt, indem sie einen bestimmten Tickettyp im Jira zum Beispiel aufmachen. Und das Zweite, was wir machen, ist, wir machen dann ein Build im Jenkins. Der Jenkins publiziert dann auch das Paket direkt im Artifactory. Das ist ein Artefakt-Repository. Ich verifiziere dann nochmal, ob das Artefakt da ist, deploye das dann auf meine Dev-Umgebung und am Ende mache ich wieder ein Update an den Change-Request, den ich hier oben geöffnet habe und hänge das dann im Prinzip hier hinten dran. Das Ganze mache ich dann nochmal für die Testumgebung ähnlich und auch für die Produktionsumgebung. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit dem zeitlichen Aspekt? Weil die Dinge müssen ja in der zeitlichen Reihenfolge stattfinden. Natürlich wird das von oben nach unten und von links nach rechts abgearbeitet, aber trotzdem kann ich hier mal in den zeitlichen Aspekt reingehen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, wie lange dauern denn die einzelnen Phasen, die ich hier beispielsweise habe, und habe hier die Möglichkeit, dann meine Zeiten tatsächlich zu modellieren, wie lange dauert denn ein Prozess. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie MS Project, aber der große Unterschied zum MS Project ist, dass hier dieses Modell anfangen würde, sich zu bewegen, wenn ich meinen Release dann gleich ausführe. Das heißt, ich sehe, wenn sich etwas verschiebt, zum Beispiel im Test, dann hat das sofort die Auswirkungen dann, dass ich sehe, mein Produktionsdatum ist zum Beispiel dann direkt verschoben. Das ist das, was ich hier sehe. Und natürlich auch hier wieder die berechtigte Frage von den Kollegen, die sich mit DevOps beschäftigen. Ich will das Ganze nicht als Bild haben, sondern ich möchte das Ganze als Code sehen. Auch hier haben wir die Möglichkeit, und wir nennen dann das ganze Release-File, in einem Release-File hier zu sehen. Und hier habe ich die Möglichkeit, dass dann auch als Code zu sehen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, das grafisch zu modellieren und auch als Code zu modellieren. Und Sie sehen, es gibt dann hier einen Export-Button. Damit könnte ich das zum Beispiel dann in eine externe Versionskontrolle dann reinziehen, wobei wir jetzt auch in der neuesten Version von XL Release dann hier auch eine Versionierung in unseren Templates haben. Das heißt, ich kann jetzt hier mein Template habe ich ja jetzt ein bisschen geändert. Und ich könnte zum Beispiel jetzt in mein Template mal reingehen und sehe jetzt hier zum Beispiel meine Versionskontrolle und könnte zum Beispiel sagen, ich habe jetzt hier die Version 1.0 zum Beispiel erstmal erzeugt und könnte dann,
sehen, wenn zum Beispiel die Version 2.0 dann kommt, welche Änderungen habe ich jetzt eigentlich gemacht zwischen der Version 1.0 und der Version 2.0 zum Beispiel und kann dann auch auf den alten Stand zum Beispiel zurückgehen. Also es ist nicht zwingend notwendig, dass man die Templates exportiert und zum Beispiel in ein Git-Repo ablegt, aber ich habe die Möglichkeit, beide Varianten zu nutzen, interne Versionskontrolle als auch eine externe Versionskontrolle zu machen. Was wir auch haben, ist natürlich die Möglichkeit, mein Release-Prozess zu verbinden mit anderen Systemen. Ich habe das hier mal beispielhaft gemacht, indem ich einen Trigger hier definiert habe. Dieser Trigger lauscht im Prinzip auf ein externes Repository, was ein Git-basiertes Repository ist. Und ich habe jetzt mal den Trigger tatsächlich scharf geschaltet und gehe jetzt auch mal in mein Git-Repository hier rein. Und ich nutze hier Gox als Repo-Manager, aber das könnte genauso gut ein GitLab sein oder ein GitHub oder sonst irgendwas in der Richtung. Melde mich hier mal an, damit ich auch ein paar Änderungen machen kann und mache jetzt einfach hier mal eine unverfängliche Änderung in irgendeinem Stück Code. Das heißt, ich gehe hier zum Beispiel mal rein und mache hier mal ein Edit. Und checke das jetzt einfach mal ein. Und was jetzt passiert ist, ich habe einfach einen Code-Commit jetzt gemacht und im XL-Release sollten wir jetzt sehen, dass jetzt hier gleich ein neues Release dann losgeht. Das heißt, was wir jetzt hier sehen sollten, ist, wenn ich hier mal reingehe auf alle Releases und sortiere die mal nach Startdatum. Müssen wir mal kurz warten, vielleicht. Dann sollte eigentlich hier unsere Release dann loslaufen. Gucken wir mal, ob es losläuft oder ob der Demo-Effekt zuschlägt oder ob ich etwas falsch gemacht habe. Das heißt, wir gehen noch mal zurück in unser Template. Aber der wichtige Punkt war Trigger. Ja, wenn man eine Änderung hier macht, dann muss ich natürlich auch erstmal ihm sagen, auf welches Git-Repository will ich mich eigentlich connecten. Das hatte ich eben vergessen. Das heißt, wir müssen hier nochmal reingehen und nochmal eine Änderung machen. Und mach das einfach mal schnell einchecken. Und Releases. So, und jetzt hat es funktioniert. Das heißt, wir sehen hier ein Release für ein Commit. Das heißt, wir haben vom Git-Repository auch die Commit-ID jetzt zurückbekommen und sehen jetzt hier auch, was jetzt hier läuft. Das heißt, wir bekommen hier eine Commit-ID zurück. Wir sehen jetzt hier, unser Release-Prozess läuft jetzt, ist zu 7% jetzt abgearbeitet, aber es geht scheinbar nicht voran. Jetzt können wir mal gucken, warum es nicht vorangeht. Im Moment wurde der Change Request im Jira aufgemacht. Das heißt, auch den können wir uns mal anschauen. Wenn wir hier mal reingehen, dann sehen wir hier, dass eine Jira Issue ID zurückgekommen ist. Die ist hier unten auch verlinkt und dann kann ich zum Beispiel mal in das Jira auch reingehen und dann ist das mein Issue, was jetzt hier gerade im Jira ausgelöst oder angelegt worden ist. Das zweite, was passiert ist, er hat ein Build gemacht im Jenkins, das heißt, der Jenkins-Build ist gelaufen. Auch da habe ich die Möglichkeit, mich dann direkt hier in dem Jenkins-Build dann zu connecten. Da kann nur mein Mac die URL nicht auflösen, weil der nicht weiß, was der Jenkins ist, sondern da muss ich mich mal hier mit Localhost behelfen und dann ist auch hier mein Port nicht 8080, sondern 9080 und schon funktioniert das Ganze. Das heißt, wir haben hier den Jenkins-Build ausgeführt und jetzt ist der nächste Schritt ein manueller Schritt, den ich jetzt mal manuell eingefügt habe, wo ich zum Beispiel ein Artefakt verifizieren soll. Das könnte ich natürlich auch automatisieren, aber ich wollte auch mal zeigen, der Release-Prozess hält jetzt an, wenn ich einen manuellen Schritt habe und könnte sagen, okay, das Artefakt ist jetzt da und damit ist dieser Schritt auch completed. Sage hier Artefakt okay
Und damit geht das Ganze jetzt weiter. Und jetzt wird die Software tatsächlich dann auf der Dev-Umgebung über XL-Deploy im Hintergrund, was wir uns vorhin ja angeschaut haben, dann deployed. Aber dieser Deploy-Schritt zeigt eigentlich nochmal die Mächtigkeit von XL-Deploy, weil ich sage hier eigentlich nur noch, welche Paketversion soll auf welcher Umgebung installiert werden. Und mich interessieren die Details nicht, dass da ein JBoss Ear-File drin ist, dass da eine Data Source drin ist, dass da Smoke-Tests laufen, dass da SQL-Skripte drin sind. All das sind Informationen, sage ich mal, die aus der Sicht eines Release-Managers einfach nur Detailinformationen sind, die jetzt nicht super spannend für ihn sind. Aber hier sage ich einfach, ich installiere jetzt hier die Paketversion 1.0.3 auf meiner Testumgebung. Und jetzt wartet er auf ein XL-Deploy und ist jetzt auch schon durchgelaufen. Das heißt, mein Deployment ist durch. Er hat jetzt in unserem Jira-Ticket nochmal ein Update gemacht, sodass meine Entwickler, die nicht mit XL-Release arbeiten, hier auch die Möglichkeit haben, wenn ich hier mal einen Refresh mache auf das Ticket, dann sehe ich dann auch hier, dass hier jetzt ein Update gemacht worden ist. Das heißt, ich habe jetzt auch nochmal ins Jira-Ticket reingeschrieben, die Version 1.0.3 ist jetzt auf der Dev-Umgebung deployed und damit können meine Entwickler mit ihrem Lieblingswerkzeug, was in dem Fall halt Jira dann ist, im Prinzip arbeiten und werden trotzdem über den Release-Fortschritt dann informiert. Und wenn wir jetzt mal ins XL-Release zurückgehen, dann bin ich jetzt wieder an einem Verifikationsschritt in der Testumgebung angelangt. Das heißt, hier sage ich jetzt auch einfach mal, läuft die Umgebung zum Beispiel, läuft das System, kann ich jetzt drauf gehen und sage jetzt hier completed und damit ist jetzt mein Release-Prozess abgeschlossen und jetzt laufen hier ein paar automatisierte Tests noch durch auf der Testumgebung und wenn die dann durchgelaufen sind, wird dann auch wieder das Jira-Ticket geupdatet. Das heißt, die Tests sind jetzt gelaufen und jetzt wird das Jira-Ticket abgedatet. Da habe ich aber ein Problem, weil mein Jira-Ticket hat hier nicht den Resolved-Status in dem Fall, den kennt er nämlich nicht, deswegen kann ich Ihnen auch mal zeigen, was passiert, wenn so ein Schritt einen Fehler hat. Kann ich den natürlich skippen und kann ihn überspringen, aber ich kann ihn auch einfach nochmal laufen lassen und kann den gleichen Schritt nochmal ausführen. Und dann ist der Schritt auch durch. Und wenn wir jetzt nochmal ins Jira-Ticket reinschauen und nochmal einen Refresh machen auf das Jira-Ticket, dann sehen wir jetzt hier, dass hier nochmal ein Update passiert ist, nämlich die Applikation wurde auf der Testumgebung jetzt deployed. Das ist das, was wir auch sehen. Mittlerweile wurde sie jetzt auch in Prod deployed und jetzt könnte ich noch mal eine Verifikation auf dem Prod-System machen und muss aber hier noch ein paar Tests bestätigen, dass zum Beispiel die Smoke-Tests alle gelaufen sind und die Testtransaktion erfolgreich ist und damit das Ganze eigentlich hier completed ist. Genau, das ist soweit der Punkt. Was XL Release erstmal im Kern macht, ist eigentlich nur diese anderen Tools zu orchestrieren. Jetzt könnte man sagen, das ist natürlich relativ wenig und das kann ich vielleicht auch mit einem Tool wie Jenkins zum Beispiel machen. Vielleicht nicht so einfach und vielleicht auch nicht, dass es ein Product Owner zum Beispiel schafft, dann den Prozess selbst zu definieren, weil das ist natürlich unser Anspruch, dass auch die nicht technischen Rollen hier an dem Prozess teilnehmen. So, was ich jetzt hier habe, ist im Prinzip ein abgeschlossener Release-Prozess und ich sehe aber auch sofort, da sind bestimmte Schritte, die nicht beim ersten Mal funktioniert haben, sondern die ab und zu mal gefailt sind. Was ich auch habe, ist natürlich hier so ein Release-Dashboard, wo ich Daten aus allen möglichen Systemen sehe. Das heißt, ich sehe hier zum Beispiel Jira-Daten. Ich könnte auf das gleiche Dashboard jetzt zum Beispiel auch Daten aus meinem Build-System noch aufführen, wo ich dann sehe, wie viele Jenkins-Builds sind jetzt hier gelaufen. Ich könnte zum Beispiel auch Daten aus meinen Deployments dann hier auch auf die Oberfläche bringen, wo ich dann zum Beispiel sage, wie viele Deployments sind eigentlich hier gelaufen und noch ein paar andere Daten, zum Beispiel hier, welche Versionen sind eigentlich auf welcher Umgebung deployed. Auch das kriege ich hier über mein Dashboard dann, indem ich hier sage, ich will zum Beispiel mal alles sehen, was auf dev.dev-Umgebung zum Beispiel deployed ist. Jetzt habe ich mich verschrieben, aber ich würde hier im Prinzip sehen, was ist eigentlich auf der Dev-Umgebung dann wie deployed worden. Das heißt, ich kann hier Daten aus anderen Systemen erstmal in ein Dashboard bringen. Das ist eigentlich das, was erstmal XL Release im Kern ausmacht.
Wenn man jetzt noch mal ein bisschen mehr ins Detail geht, dann ist das natürlich nicht alles, sondern der Anspruch von XL Release ist ja, ein unternehmensweites Release-Management zu machen. Das heißt, ich sehe hier alle Release-Prozesse, die jetzt im gesamten Unternehmen laufen. Das heißt, ich sehe hier, welche Releases sind eigentlich gerade in welcher Stufe. Hier sehe ich Customer Portal 3.1.9 ist jetzt in Stufe QA. Dann kann ich mal draufgehen, kriege das auch noch hier visualisiert und sehe, das ist in der QA-Umgebung, das in der UIT und das in der Produktionsumgebung. Ich sehe, der Notification Service ist erst zu 6% abgearbeitet. Ich sehe andere Sachen, die vielleicht noch einen anderen Status dann haben. Das heißt, ich habe hier eine Realtime-Sicht auf alle Releases, die laufen, aber ich habe auch eine Sicht natürlich auf alle geplanten Releases, die noch gar nicht gestartet sind. Das heißt, ich sehe hier alle Releases, die in Zukunft noch vor mir liegen werden. Ich sehe das Startdatum, das Endedatum. Ich sehe auch hier schon wieder ganz viel rot, weil natürlich das Release noch gar nicht angefangen hat, es aber eigentlich schon fertig sein müsste. Auch das kann ich natürlich hier sehen. Und was ich hier zum Beispiel auch sehe, sind Risikowerte. Das heißt, ich kann hier sehen, welche Releases sind eigentlich hier mit welchen Risiken bewertet. Und das ist auch eine neue Funktion in XL Release 8, dass Sie diese Risikobewertung sozusagen auch anpassen können in sogenannte Risikoprofile. Das heißt, Sie können mittlerweile hier eigene Risikoprofile definieren, wo Sie einfach jetzt sagen, ich möchte mal ein neues Risikoprofil zum Beispiel anlegen und nenne das jetzt Demo Risk Profile. Und damit kann ich dann zum Beispiel sagen, ab wann soll ein Release eigentlich welchen Risikoscore bekommen, wie viele Flex hat es eigentlich gesetzt. Ich kann bestimmte Sachen ein- und ausschalten, wenn ich die nicht haben will. Und damit kann man seine eigene Risikoklassifikation für die Releases dann bauen. Und ich habe jetzt im Prinzip zwei Risikoprofile hier neben dem Default-Profile. Das kann ich dann im Release zuordnen. Was wir natürlich auch schon länger im Tool haben, aber was viele auch noch nicht wissen, ist, wie gehe ich eigentlich mit dem Thema Abhängigkeiten um? Das heißt, wenn ich mir hier mal meinen Release-Kalender angucke, sehe ich, habe hier ganz viele Releases und da sehe ich zum Beispiel, dass ich eine Abhängigkeit habe. Das heißt, mein Order-Entry-System zum Beispiel ist abhängig von einem Billing-Patch, weil Billing hat vielleicht ein Problem gehabt. Ich brauche aber die Daten aus diesem Billing-Release 2.1.1 und bevor ich weitermachen kann, muss mein Billing-Release erstmal liefern. Das heißt, ich kann mir hier auch mal das Release jetzt anschauen und sehe jetzt, dass ich hier verschiedene Tasks habe und ich sehe dann hier auch die Abhängigkeiten zwischen den Releases. Das heißt, mein Order-Entry ist jetzt abhängig vom Billing-System. Und wenn ich jetzt komplexe Netzwerke von Abhängigkeiten habe, kann ich mir die hier anschauen, kann hier noch ein paar Informationen mir rausholen und kann darüber die Abhängigkeit mir einmal grafisch anzeigen lassen und auch in einer Tabellenansicht, die ich jetzt hier haben kann. Das haben wir schon relativ lange seit Version 7.5 im Produkt. Davor gab es ein Community-Plugin, was das Ganze auch darstellen konnte. Das hat uns aber noch nicht gereicht. Die Kunden sind auf uns zugekommen, haben gesagt, wir haben eigentlich häufiger das Problem, dass wir Releases in sogenannten Release-Gruppen auch verwalten müssen. Das heißt, wir haben die Herausforderung eigentlich, dass wir Releases in Gruppen verwalten wollen. Das heißt, wir können hier sogenannte Release-Gruppen dann hier abbilden. Das ist jetzt eine neue Funktion, die wir hier haben. Und ich habe jetzt hier noch keine Release-Gruppen. Das heißt, ich muss mal zurück in meine Design-Ansicht gehen und dann hier sagen, ich möchte mal eine neue Release-Gruppe zum Beispiel anlegen für bestimmte Releases, die ich zum Beispiel habe hier und könnte sagen, alles, was mit Pet Portal zum Beispiel zu tun hat, ist eine Release-Gruppe, nenne jetzt einfach mal Release Group und habe jetzt hier eine leere Gruppe und kann jetzt dieser Pet Portal Gruppe dann tatsächlich hier verschiedene Releases zuweisen und könnte zum Beispiel sagen, der Personalservice gehört dazu und dann gehört noch dazu die Billing Engine, die ich vielleicht habe, die auch noch verschiedene Patches dann liefern muss. Das heißt, da könnte ich auch hier verschiedene Releases dann angeben, die zu dieser Gruppe dann dazugehören. Und dann sieht man das hier, dann werden die im Prinzip dann als Gruppe gemanagt. Das heißt, er rechnet dann automatisch, wie ist die Gesamtdauer der gesamten Gruppe, also von allen
Releases, die dann in der Gruppe zum Beispiel drin sind, und kann dann auch Releases wieder rauswerfen, kann das nach Startdatum zum Beispiel dann sortieren, kann da auch ein bisschen reinzoomen, um ein bisschen ins Detail zu gehen, was passiert eigentlich hier in diesen Releases, und sehe dann auch die Details halt, die für diese Releases dann laufen. Das ist jetzt eine neue Funktion, die jetzt in Version 8 dazugekommen ist, dass ich die Möglichkeit habe, diese Release-Gruppen hier zu managen. Und ich kann beliebige Releases in beliebige Gruppen natürlich dann zusammenpacken, und er rechnet dann automatisch aus, wie lange dauert das Gesamtrelease eigentlich von allen Releases, die in einer Gruppe dann auch enthalten sind. Ne? Das ist eine neue Funktion dann in XL Release. Was XL Release noch machen kann, ist natürlich, wie gesagt, das Abhängigkeitenmanagement. Und da geht es eigentlich darum, dass Sie sagen können, Sie wollen jetzt nicht Einzelreleases managen, sondern wirklich eine ganze Menge von Releases. Und da besteht die Möglichkeit dann, dass ich meine Abhängigkeiten bauen kann. Und wie baut man jetzt Abhängigkeiten zu Releases? Ich könnte zum Beispiel sagen, meine Pet-Klinik hier hätte jetzt eine Abhängigkeit zu einem anderen Release. Und ich habe zum Beispiel hier die Möglichkeit zu sagen, ich nenne das jetzt einfach mal hier Wait for Dependencies und sage, ich baue mir hier ein Gate, weil das tatsächlich ein Gate, weil mein Release wird nicht fortgeführt, bevor nicht diese Dependencies dann erfüllt sind. Und hier kann ich jetzt Dependencies reinhängen und kann zum Beispiel sagen, mein Release muss warten, bis Billing Release in UIT zumindest das Backend zum Beispiel deployed hat, oder im besten Fall auch das Backend eigentlich der User Acceptance Test gelaufen ist, weil ich sicherstellen will, dass es auch funktioniert. Das kann ich einmal festmachen, aber Sie sehen es hier, das kann ich auch mit Variablen hinterlegen, und damit habe ich eine Dependency gemacht auf das Billing Release. Ich könnte noch eine zweite machen auf den Customer Personal Service, sage da auch UIT, sage da auch Abhängigkeit Richtung Approval vielleicht, also da muss noch jemand approven. Und damit habe ich jetzt zwei Abhängigkeiten hier definiert, und wenn die kann ich mir dann hier auch grafisch anzeigen lassen. Das heißt, hier sehe ich schon mal sämtliche Abhängigkeiten, die ich jetzt von meinem Release eigentlich hier auf andere Releases habe. Das heißt, das Ganze auch wieder alternativ in der Table View, wo ich dann auch filtern kann zum Beispiel, wo ich sagen will, ich will nur Releases zum Beispiel sehen, die ein Problem haben, könnte ich sagen at risk und attention needed, und dann würde ich auch tatsächlich nur die Releases halt entsprechend sehen. Also das ist XL Release, können Sie sich auch vorstellen, tatsächlich als Multi-Pipeline-Management, weil welche Releases das sind, die darunter liegen, und wie viele das sind und welche Abhängigkeiten es da gibt, da sind quasi der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das ist das, was XL Release eigentlich ausmacht. Bevor wir jetzt noch mal kurz aufs XL Impact gehen, würde ich kurz noch mal in mein GoToMeeting-Fenster schauen, ob Sie noch Fragen haben, ob noch Fragen aufgetreten sind. Na, hier gibt es noch eine Frage zu XL Deploy, da können wir da noch kurz drauf eingehen. Ich lese mal die Frage vor für alle. Wird bei einem Deployment auf eine Datenbank sichergestellt, dass nur die Skripte angewendet werden, die noch nicht angewendet wurden? Wie werden die verschiedenen Stände der DB berücksichtigt? Also grundsätzlich ist es so, dass XL Deploy nur Skripte ausführt, die noch nicht ausgeführt worden sind oder die sich geändert haben. Das heißt, wir erkennen anhand von Checksummen, ob sich ein Objekt geändert hat. Bei Datenbanken ist es natürlich ein bisschen spezieller. Wir empfehlen eigentlich die Verwendung von Datenbanktechnologien wie Flybay oder Liquibase, für die wir dann auch Plugins haben. Und die können sich ja den Zustand einer CLDB dann auch quasi merken über ihr eigenes Framework. Das heißt, wir gehen eigentlich einen Schritt weiter. Wir orientieren uns ein bisschen an dem Thema Evolutionary Database Design von Martin Fowler und dem Konzept, was dahinter steht. Und Tools, die das umsetzen, sind halt Flybay und Liquibase. Und die verwalten sozusagen den Zustand der Datenbank intern, und darüber können wir das abdecken. Out of the box, sage ich mal, im XL Deploy haben wir drei Möglichkeiten, Datenbanken zu deployen. Also pure Datenbank-Deployment, so wie ich es vorhin angeschaut habe, und Flybay und Liquibase, die drei Möglichkeiten.
Und ja, je nachdem, was man im Haus hat. Aber grundsätzlich erkennen wir, A, ist das Skript schon gelaufen, dann würden wir es nicht nochmal laufen lassen, und B, hat sich das Skript geändert, dann würden wir natürlich das Skript auch nochmal laufen lassen. Das heißt, es obliegt dem Skriptersteller, sage ich mal, dass er sicherstellt, dass er sozusagen die Update-Prozeduren im Skript vernünftig dann handelt. Und wenn man dann sowas wie Flyway und Liquibase natürlich dazu nimmt, dann wird das auch ein Stück weit einfacher dann. Und da haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen mit beiden Werkzeugen dann gemacht. Genau, soweit zu XL Release. Jetzt gehen wir nochmal kurz in das Thema XL Impact. XL Impact, hatte ich ja gesagt, kümmert sich um das Thema, wie können wir eigentlich Erkenntnisse gewinnen aus unserer ganzen Software Delivery Pipeline? Das heißt, wir haben diese ganzen Tools, die jetzt durch XL Release zum Beispiel gemanagt worden sind, und haben jetzt die Fragestellung, alle diese Tools produzieren Daten. Das heißt, wenn man jetzt mal meine Pipeline von vorhin nimmt, ich habe Daten im Jira, ich habe Daten, die im Jenkins liegen, die interessant sind, ich habe Daten, die im Artefakt-Repository liegen, im Git-Repository habe ich interessante Sachen, wie zum Beispiel Pull-Requests oder Commits. Ich habe vielleicht Testergebnisse in Testsystemen, ich habe Bugs im Bug-Tracking-System, und all das sind Daten. Die sind aber alle isoliert, das heißt, die stecken alle in der Isolation. Und was XL Impact eigentlich macht, ist, dass es diese Daten aus der Isolation rausholt. Das heißt, wenn wir hier mal nach XL Impact wechseln, das ist eigentlich die grundlegende Idee, dass ich mit XL Impact diese Daten tatsächlich aus der Isolation hole und diese Daten korreliere. Und der wichtige Punkt in XL Impact ist eigentlich, dass alle Daten einem Unternehmensziel zugeordnet sind. Ich habe jetzt für mich mal drei Unternehmensziele definiert: höhere Geschwindigkeit, sage ich mal, das Hauptziel von DevOps, höhere Geschwindigkeit, aber gleichzeitig eine gleichbleibende oder vielleicht sogar besser werdende Qualität und natürlich auch meine Produktivität, die hier gemessen wird. Und was XL Impact eigentlich macht, ist, dass es diese Daten vergleicht über Zeiträume hinweg. Das heißt, ich habe bei mir definiert 30 Tage Zeiträume, das können auch 20 Tage, 10 Tage oder 180 Tage sein. Also das ist Ihnen freigestellt, welche Zeiträume Sie miteinander vergleichen. Wir haben für uns festgestellt, dass es Sinn macht, sowas wie zum Beispiel die doppelte Sprintdauer miteinander zu vergleichen, weil die Sprints, die jetzt hier hinter dem Demosystem liegen, sind ungefähr zweiwöchige Sprintzyklen, die wir haben, und die doppelte Zeit davon sind 30 Tage im Prinzip. Aber es können auch kürzere Zyklen sein und längere. Sie vergleichen aber immer Zeiträume. Das ist wichtig zu verstehen. Und Sie können natürlich beliebig viele Projekte anlegen und können beliebig viele Datenquellen sozusagen anzapfen. Die Datenquellen, die jetzt bei mir hier dahinter liegen, sind von der Toolkette her Jira, GitHub, Enterprise, Jenkins, Release Management über XL Release und Bug Tracking auch über Jira. Aber diese Daten sind nur stellvertretend zu sehen für eine jeweilige Tool-Kategorie. Das heißt, wir können statt GitHub auch ein Bitbucket oder ein GitLab anbinden. Wir können statt Jira auch andere Ticketing-Systeme wie Team Foundation Server anbinden. Wir können Release Management-Daten auch aus anderen Werkzeugen natürlich hier rausholen. Und das ist die Idee von XL Impact: Daten aus Systemen rausholen und diesen Daten eine Bedeutung zu geben. Und die Bedeutung sieht man eigentlich am besten, wenn ich mal auf den Goal View hier wechsle, weil da sehe ich dann zum Beispiel, bin ich jetzt hier in dem Goal für erhöhte Geschwindigkeit, also ne, Increase Speed to Delivery. Das Hauptziel von DevOps: kürzere Release-Zyklen, damit erreichbar schnelleres Feedback vom Endanwender, damit erreichbar schnelleres Time to Market quasi zu erreichen. Das ist das, was ich hier über die Increase Speed to Delivery eigentlich erreiche. Und was ich hier sehe, ist, das Tool sagt mir, ja, eigentlich bist du auf einem ganz guten Weg. Du releast hier häufiger und deine Releases werden kürzer. Das sind ja die Hauptziele auch von DevOps: häufiger Releases und dafür kürzere Releases. Und da sagt mir das Tool, du bist eigentlich auf einem ganz guten Weg. Und es gibt mir hier noch ein paar Details und sagt halt, meine durchschnittliche Release-Frequenz sind jetzt 7 Stunden, vorher waren es 10 Stunden.
Das heißt eine Verbesserung um knapp 25%. Und meine Release-Dauer waren vorher 3 Tage und Entschuldigung, vorher 4 Tage und jetzt 3 Tage. Auch da sagt mir das System, ist eine Verbesserung von 20%. Ich hatte vorhin gerade eine Diskussion mit einem potenziellen Nutzer vom System, der dann gefragt hat, wie definiert man eigentlich Anfang und Ende von einem Release, um die Zeit zu messen. In unserem System hier, ich habe das tatsächlich hier bei meinem Demosystem so definiert, dass ich sage, der Code-Commit in einen Release-Branch ist das Zeichen dafür, dass das Release tatsächlich startet. Aber es könnte auch etwas anderes sein. Es könnte zum Beispiel auch sein, und auch da haben wir Kunden, die das machen, die sagen, ein Artefakt ist angeliefert im Artifactory oder im Nexus und dann fängt eigentlich ein Release-Zyklus erst an. Oder es wurde ein Status im Jira zum Beispiel oder im Team4Nation-Server umgesetzt und dann fängt ein Release an. Also was Sie als Ende- und Startzeitpunkt eines Releases definieren, das ist projektspezifisch, das wollte ich damit sagen. Also System sagt mir, wir sind auf einem guten Weg. System sagt mir aber auch, Achtung, ich habe ein paar ungewöhnliche Sachen entdeckt in deinen Releases, zum Beispiel, dass deine Release-Zyklen ungewöhnlich lang oder ungewöhnlich kurz gewesen sind. Dann könnte ich da draufklicken und Sie sehen es unten in der URL. Er würde dann wieder im Release-Management landen und ich könnte eine Detailanalyse machen, was ist denn langsam gelaufen und was ist schnell gelaufen. Also hier holen wir uns schon Daten aus verschiedenen Tools einfach und bringen die in eine gemeinsame Bedeutung, zum Beispiel in eine Bedeutung, wie lange dauert ein Release und wie häufig release ich eigentlich. Hier unten ist das nochmal eine grafische Repräsentation und auch da sieht man natürlich sofort, dass ich Ausrutscher nach oben habe. Das ist dieses Release 193, das ist das, was hier steht. Und das ist unser Release 189. Auch das sehe ich auch in der grafischen Repräsentierung, dass das vom Durchschnitt halt abweicht und da sehe ich einfach, dass hier die Trends halt ein bisschen anders laufen. Der nächste Punkt ist, das System sagt mir eigentlich hier, wie sind meine Requirements verknüpft mit meinem Release. Und das System sagt mir hier, ich habe im Durchschnitt ein Ticket im Release. Jetzt könnte jemand auf die Idee kommen, könnte sagen, das ist schlecht, weil ihr hattet ja vorher 2 Tickets im Release. Nein, das ist gut, weil wir wollen ja kleinere Releases bauen. Das heißt, je weniger Tickets ich im Release habe, umso besser. Und je weniger Storypoints eigentlich diese Releases haben, auch umso besser. Also da sind wir auch auf dem richtigen Weg. Ich hatte in den 30 Tagen davor im Durchschnitt 12 Storypoints attached sozusagen an ein Release und bin jetzt bei knapp 10. Das heißt eine Verbesserung von so gut 20%. Und meine besten Releases, die ich habe, die nennen wir High Performer Releases, die haben nur noch 2 Tickets und 10 Storypoints. Das heißt, meine schnellsten Releases, die ich hatte, hatten 2 Tickets und 10 Storypoints. Das ist natürlich eine gute Sache und das kriegt man hier dann nochmal grafisch dargestellt, wie viele Storypoints hatte ich eigentlich im Release. Also diese Grafik hier müssen Sie so lesen. Jeder Datenpunkt hier ist ein Release. Und hier können Sie ablesen, wie viele Storypoints waren eigentlich an den Jira-Tickets in dem Fall hinten dran gehängt, die zu diesem Release dann geführt haben. Also Korrelation der Daten. Und hier unten kann ich dann sehen nochmal, welche Issues oder User-Stories, wenn Sie so wollen, in dem Fall Jira-Objekte, waren eigentlich in so einem Release drin. Dann kann ich das einmal nach Dringlichkeit machen und einmal nach Typ zum Beispiel machen, wo ich sage, war das eine User Story oder haben wir auch ein paar Bugs gefixt oder sind da einfach Tasks abgearbeitet worden, die ich hier zum Beispiel hatte. Ne? Und auch das hängt dann mit meinem Release zusammen. Wenn man jetzt eher so ein bisschen Richtung Lean Development mal denkt, ist ja ein Thema im Thema Lean natürlich dieses, wie es so schön heißt, Work in Progress zu limitieren, also das berühmte WIP-Limit, was man da hat im Lean Development. Und eigentlich geht es darum, dass man davon ausgeht, dass zu viele parallele Arbeit eigentlich unser Projekt kaputt macht, weil wir ständig Kontextwechsel haben, ständig im Kopf umschalten müssen. Und auch da gibt mir das Tool Hilfe und sagt eigentlich, bin ich noch nicht ganz gut, weil ich habe immer noch 6 Releases parallel laufen. Bin aber schon besser als die letzten 30 Tage, weil da hatte ich 7 parallel laufen. Im Durchschnitt habe ich 8 Pull-Requests offen pro Tag. Das ist sicherlich noch ein bisschen viel vielleicht. Das kann man sicherlich noch ein bisschen runterbringen. Und meine High-Performing-Releases hatten eigentlich nur 2 offene Branches und ein Pull-Request, der offen war. Das heißt, da sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg hier.
Und das Ganze kriege ich dann nochmal grafisch repräsentiert. Also in der Ansicht hier ist jede Linie hier ist ein Release. Sie sehen dann wieder Ende- und Startdatum von dem Release. Ich könnte da auch draufklicken, würde dann im Release-Management-Tool wieder landen und könnte mir die Details anschauen, was da detailmäßig drin passiert ist. Und hier unten sehe ich meine Pull-Requests, die dann in meinem Fall in GitHub laufen und kann die hier auch verfolgen. Und das Gleiche können wir im Prinzip noch machen für verschiedene Qualitätsaspekte. Auch da sagt mir das Tool, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir lösen im Moment mehr Issues, als sozusagen vorne reinkommen. Das heißt, mein Backlog wird hier niedriger oder kleiner. Und auch generell die berühmte MTTR, also Mean Time to Resolution oder Mean Time to Recovery, für ein Problem werde ich schneller. Das heißt, meine Problemlösungszeit und die misst sich im Prinzip dadurch, wann kommt ein Ticket rein und wann ist der Code, der das Ticket fixt, dann in Produktion, weil nur das ist für uns relevant. Werde ich dadurch schneller halt, ne? Das ist eine interessante Sache. Die Sache hier ist auch interessant. Ich habe hier die Möglichkeit zu messen, ob ich Tage zum Beispiel hatte, wo gar kein Bug im Bugtracking gemeldet worden ist. Und da sehe ich, hatte 3 Tage kein Bug. Jetzt könnte ich mich natürlich freuen. Was wir aber planen, ist zum Beispiel dahinter auch Monitoring-Daten zu hängen, und zwar vor allen Dingen dann auch End-User-Monitoring-Daten zu hängen. Das heißt, wir werden demnächst das Tool erweitern Richtung Möglichkeit, Daten aus Monitoring-Tools einzubeziehen. Und es könnte natürlich auch bedeuten, dass 3 Tage mein System nicht benutzt worden ist, was dann keine so eine gute Nachricht mehr wäre. Aber dafür, um das automatisch rauszubekommen, müsste ich jetzt Monitoring-Daten hier integrieren. Und da sind wir gerade dabei, das einzubauen, dass wir aus den wichtigsten Monitoring-Tools dann auch die Daten hier ins System halt reinbekommen. Und hier unten gibt es dann nochmal eine grafische Repräsentanz der Daten, die ich hier oben im Prinzip als Zahlen hatte. Und der letzte Punkt ist dann das Thema Produktivität. Auch da sagt mir das System, es gab ein paar Anomalien, wo ich mal wenig Produktivität hatte, sieht man hier auch. Es gab Tage, da wurde wenig gemacht, da sind wenig Builds gelaufen, also deutlich weniger als normal. Es wurden auch wenig Pull-Requests an den Tagen gemacht. Und auch das kann ich mir dann natürlich anschauen. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, sehe ich dann auch, welche Daten sind das eigentlich, die dann hier dahinter stehen, und kann mir das Ganze auch nochmal hier in verschiedenen Zeiten und so weiter anschauen. Für alle Daten, die wir auf dem System haben, gibt es hier immer so einen Teach-Me-Punkt auch, der nochmal die Theorie so ein bisschen erklärt, die hinter den Daten steht. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit dann auch jeweils festzustellen, was ist eigentlich die Bedeutung der Daten. Und wenn man jetzt natürlich diese Daten einsammelt, dann wäre auch interessant mal zu wissen, ich kann natürlich meine Projekte, die ich jetzt hier habe, miteinander vergleichen. Das haben wir auf der ersten Seite gesehen. Das heißt, hier hätte ich meine Projektliste. Aber interessant wäre es ja, meine DevOps-Performance sozusagen mit anderen mal zu vergleichen. Und da haben wir die Möglichkeit, dass wir sagen können, wir können uns mal hier mit anderen Branchen vergleichen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich bin jetzt vielleicht eine Versicherung und sage hier, ich möchte meine DevOps-Performance mit dem Durchschnitt aller Versicherungen vergleichen, die in Europa ansässig sind. Und dann sehe ich hier zum Beispiel im Bereich Release-Frequenz bin ich jetzt gar nicht so schlecht. Ich release alle 6 Tage. Der Durchschnitt aller Versicherungen, die jetzt auf dem System sind, sind 20 Tage ungefähr. Das heißt, da bin ich deutlich besser. Es gibt aber auch Punkte, wo ich schlechter bin. Zum Beispiel bei Mean Time to Recover ist der Durchschnitt 15 Tage, ich bin bei 20 Tagen, und meine Change Failure Rate, also wie oft habe ich eigentlich einen Change, der nicht funktioniert, ja, da bin ich eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil da bin ich nur bei 30%. Das heißt, jeder dritte Change schlägt fehl. Das ist immer noch nicht gut, aber ist deutlich besser als der Industriedurchschnitt, der jetzt hier im System mit 80% sozusagen angegeben ist, was natürlich keine gute Idee ist. Und hier unten kriege ich dann noch mal ein paar Details geliefert, ein paar Detailzahlen. Das ist das, was XL Impact macht. Ich sag mal vom Aufbau her, und das zeige ich dann auch noch mal gleich auf der Folie, vom Aufbau her der
vom Aufbau her der Systeme, können Sie sich das tatsächlich wie so ein Matroschka-System nochmal vorstellen, wo wir im Prinzip dann hier nochmal sehen, die Positionierung der Tools und wie sie aufeinander aufbauen. Das heißt, ganz im Inneren hatte ich die Deployment Automation, die sich in Anführungszeichen nur darum kümmert, das Deployment zu professionalisieren, sag ich mal, und effizient durchzuführen. Darauf aufbauen dann das Thema Release Orchestration und dann als hohe Schule sozusagen dann das Thema DevOps Intelligence, was dann aus dieser orchestrierten Release Pipeline mir verschiedene Daten und Erkenntnisse dann eigentlich rausziehen kann. Und je nach Zielgruppe hat man natürlich auch andere Vorteile dann, wenn man die Tools halt nutzt. Das heißt, wir sehen natürlich fürs Release Management als Hauptuser, der Name sagt ja sowas wie Release Manager, aber auch Product Owner, Program Manager, also nicht unbedingt die Engineers, die mit dem Release Management Tool arbeiten sollen. Aber wichtig ist, die Tools, mit denen die Engineers arbeiten, die werden mit dem Release Management verbunden und liefern interessante Daten an das Release Management. Beim Deployment-Automationstool ist natürlich der Hauptnutznießer, sage ich mal, die Rolle Deploy-Admin oder wenn ich im DevOps-Team halt tatsächlich bin, dann schon eigentlich fast jeder, der in dem DevOps-Team dann auch mitmacht. Das heißt, da geht es um kontinuierliche Lieferprozesse für die ganzen Stages, die ich habe. Es geht um Auditierbarkeit auf Knopfdruck zum Beispiel, die ich dann haben kann. Und das sind so die Themen, die da eine Rolle spielen. Ich bin soweit durch mit meiner Präsentation. Ich gehe jetzt ganz kurz nochmal in das Go-To-Meeting und schaue nochmal, ob es Fragen gibt. Im Moment tauchen hier jetzt keine Fragen auf. Ja, dann bedanke ich mich nochmal bei Ihnen für die Teilnahme am Webinar. Sie bekommen nach dem Webinar dann auch nochmal die Folien zugeschickt und auch den Zugriff auf die Videos. Wir haben das ja auch aufgezeichnet und ja, dann freuen wir uns von Ihnen zu hören. In den Folien sind dann auch alle unsere Kontaktdaten drin, sodass Sie uns dann auch direkt kontaktieren können. Dann bedanke ich mich ganz herzlich nochmal bei Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen Abend, schon mal vielleicht ein schönes verlängertes Wochenende, ansonsten einen hoffentlich schönen Maifeiertag nächste Woche und verbleibe bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und auf Wiedersehen.